Hallo und herzlich willkommen bei Dolpedia, der enteralen Infothek von Dolp Medical. Mit unseren Videoanleitungen möchten wir Sie mit der richtigen Anwendung von Sondennahrung und der Pflege von unterschiedlichen Ernährungssonden vertraut machen und Ihnen Sicherheit im täglichen Umgang mit den Produkten geben. Ich bin Rike und zeige Ihnen, wie Sie Sondennahrung mit einer Ernährungspumpe verabreichen. Eine Ernährungspumpe kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine langsame und konstante Verabreichung von Sondennahrung bzw. Flüssigkeit medizinisch erforderlich ist. Zum Beispiel bei Kindern, bei starken Blutzuckerschwankungen, bei Stoffwechselstörungen oder ein Einsatz einer Dünndarmsonde. Legen Sie sich für die Verabreichung zunächst alle notwendigen Materialien bereit. Sie benötigen einen Infusionsständer oder Tischständer, eine Ernährungspumpe inklusive der passenden Halterung, Händedesinfektionsmittel, die vom Arzt verordnete Sondennahrung, ein für die Pumpe passendes Schlauchsystem, auch Pumpenüberleitgerät oder Pumpenüberleitsystem genannt, eine 20 ml Enfit-Spritze zum Spülen der Sonde, frisches Leitungswasser mit Trinkwasserqualität bzw. Trinkwasser oder stilles Mineralwasser zum Spülen der Sonde. Während der Ernährungszeit und mindestens 30 bis 60 Minuten nach der Verabreichung der Sondennahrung sollte der Oberkörper des Patienten 30 bis 45 Grad hochgelagert oder eine Sitzposition eingenommen werden. Dies verhindert ein Zurücklaufen von Nahrung in die Speiseröhre. Bevor Sie mit der Verabreichung der Nahrung starten, waschen Sie sich Ihre Hände gründlich mit Seife und trocknen Sie sie ab. Führen Sie anschließend eine hygienische Händedesinfektion durch. Bereiten Sie nun die Sondennahrung für die Verabreichung vor. Kontrollieren Sie, ob Sie das richtige Produkt ausgewählt haben, ob die Nahrung Zimmertemperatur hat, das Aussehen der Sondennahrung und die Unversehrtheit der Verpackung. Schwenken Sie zunächst die Sondennahrung vorsichtig, um Ablagerungen zu lösen. Eine Blasenbildung sollten Sie vermeiden. Entfernen Sie anschließend den Verschluss vom Nahrungsbehältnis. Nehmen Sie das Überleitsystem aus der Verpackung und schließen Sie die Schlauchklemme. Verbinden Sie das Überleitsystem mit dem Nahrungsbehältnis. Stecken Sie hierzu den plusförmigen Anschluss des Überleitsystems in den plusförmigen Anschluss am Nahrungsbehältnis und verschrauben beides miteinander. Hängen Sie nun das Nahrungsbehältnis am Infusionsständer auf. Öffnen Sie anschließend die Pumpentür und legen Sie das Überleitsystem ein. Schließen Sie die Pumpentür. Schalten Sie die Ernährungspumpe durch Drücken der On-Off-Taste an. Der Selbsttest der Pumpe startet nun. Befüllen Sie das Überleitsystem durch Drücken der Vorfülltaste und anschließend der Starttaste. Das Überleitsystem darf hierbei nicht mit der Sonde verbunden sein. Die Pumpe stoppt automatisch, wenn das Befüllen abgeschlossen ist. Durch erneutes Drücken der Starttaste gelangen Sie zurück zur Programmierung der Pumpe. Bevor Sie Sondennahrung verabreichen, müssen Sie die Ernährungssonde spülen. Das Spülen sollte immer vor und nach jeder Nahrungsgabe sowie vor und nach der Medikamentenapplikation erfolgen. Auch bei längerem Nichtgebrauch der Sonde empfehlen wir Ihnen, die Sonde zweimal täglich gut durchzuspülen. Bitte beachten Sie zum Spülen, niemals heiße Flüssigkeiten zu verwenden, da diese zu Verbrennungen führen können. Schwarztee und Kaffee sind aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe zum Spülen nicht geeignet, da diese Verfärbungen der Sonde verursachen können. Früchte, Tee oder Fruchtsäfte sind ebenso ungeeignet, da sie bei Kontakt mit der Sondennahrung ausflocken und die Ernährungssonde verstopfen können. Ziehen Sie nun mit einer Spritze 20 bis 40 ml Flüssigkeit zum Spülen auf. Legen Sie gegebenenfalls ein Handtuch unter die Sonde und schließen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde. Öffnen Sie jetzt den Sondenkonnektor und drehen Sie die Spritze auf die Sonde. Sitzt die Spritze fest auf der Sonde, können Sie die Ritschratschklemme wieder öffnen und die Sonde mit der aufgezogenen Flüssigkeit spülen. Abschließend müssen Sie die Ritschratschklemme an der Sonde erneut schließen und die Spritze entfernen. Nun wird das Überleitsystem mit der Ernährungssonde verbunden.
Verschrauben Sie hierzu die beiden Konnektoren miteinander und öffnen Sie anschließend die Ritschratschklemme. Programmieren Sie die Ernährungspumpe, indem Sie die gewünschte Laufrate mit der Plus-Minus-Taste einstellen. Die Verabreichungen können Sie durch Drücken der Starttaste beginnen. Bei Bedarf können Sie auch ein Zielvolumen einstellen. Diese Funktion kann im Menü aktiviert bzw. deaktiviert werden. Die Einstellung des Zielvolumens erfolgt ebenfalls mit der Plus-Minus-Taste. Nach der Verabreichung müssen Sie die Sonde erneut spülen. Abschließend verschließen Sie den Sondenkonnektor und öffnen die Ritschratschklemme wieder. Es ist wichtig, dass die Ritschratschklemme zur Vermeidung von Schlauchdefekten in Nahrungspausen immer geöffnet bleibt. Zudem muss diese regelmäßig verschoben werden, um einer Materialermüdung am Schlauch entgegenzuwirken. Idealerweise platzieren Sie die Ritschratschklemme randständig am Sondenkonnektor, sodass bei Bedarf ein defekter Schlauch abgeschnitten werden kann und nicht die komplette Sonde ausgetauscht werden muss. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar wichtige Informationen geben, die Sie im Alltag berücksichtigen sollten. Bei Ernährung in den Dünndarm ist eine Laufrate von 120 bis 150 ml pro Stunde empfohlen, um Unverträglichkeiten zu vermeiden. Das Überleitsystem muss nach 24 Stunden gewechselt werden. Sondennahrung und Flüssigkeiten können über den Tag verteilt verabreicht werden. Wir empfehlen hierbei nach Möglichkeit, den Tag-Nacht-Rhythmus ähnlich wie bei der normalen Ernährung einzuhalten. Gelingt dies nicht, sollten Sie eine mindestens vierstündige Sondenpause innerhalb von 24 Stunden einlegen. Auf diese Weise kann sich der pH-Wert im Magen normalisieren und somit seine Schutzfunktion gegen Keime aufrechterhalten. Auch wenn keine Nahrungsaufnahme über den Mund erfolgt, ist eine sorgfältige und regelmäßige Mundpflege unerlässlich, um einen Pilzbefall oder eine Ohrspeicheldrüsenentzündung zu vermeiden. Mein Tipp für Sie: Für mobile Patienten kann unterwegs zur Verabreichung von Nahrung ein Rucksack eingesetzt werden. Je nach Hersteller können im Rucksack unterschiedliche Ernährungspumpen sowie Sondennahrung in Nahrungsbeuteln oder Flaschen leicht verstaut werden. Das Überleitsystem wird seitlich aus dem Rucksack ausgeleitet und kann anschließend mit der Ernährungssonde verbunden werden. Durch ein Sichtfenster kann die Pumpe von außen bedient werden.